Na bravo, schmutzig und bunt.
Mr. Justice, ne? Justice, ne? Gut, jetzt habt ihr ja schon ein paar Teile gesehen von den Graffiti-Dingern. Ich hatte ja mal ein Intro dazu und habe euch ein bisschen erzählt, wie gesagt, das war mal so auf der Arbeit hier und da für so Neustadt-Kiddies verschiedene Namen gemalt. Dachte mir jetzt mal, ich hatte das immer abfotografiert halt, man hätte das natürlich auch alles gerade machen können, dass der Übergang, ne, vom Vorsketchen zum Hin und Her dementsprechend besser wird. Ist mir aber egal, keeping it dirty, ne? Da gehört bunt und dreckig. Und hier, ne? Dortmund City Robot Kings, Alter. Ich sag mal, ich habe gerade schon verzweifelt meine ganzen Bieröffner gesucht. Ich kriege hier schon wieder zu viel, weil aufgeräumt und alles weg. Nicht mehr da, wo ich's. Also, hier dran. Alter, was war das denn? Der ging ja viel zu leicht auf. Ich glaube, ich habe hier ein Bier, was schon mal. Jetzt wird's ja noch lustiger. Ich wollte euch eigentlich nur kurz was zu den Graffitis erzählen. Das wird, glaube ich, ein ganz schlechtes Ding. Also, das hat ja gar nicht blub gemacht, nix. Das Stick ist zwei Wochen seit meinem Zoobesuch, als hier Star Wars ausgefallen. Ich probiere mal. Kronen schmeckt's. Ja, gut, da ist noch Kohlensäure drin und es ist sehr kalt, aber das hat ja jetzt gar nichts gemacht. Der ging auf wie nix. Als wenn den schon mal jemand geöffnet hätte. Da habe ich wahrscheinlich im dicken Kopf schon wieder geöffnet, das Ding. Egal, ich sag. Schmeckt, ne? Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Auch nicht so richtig, aber egal. Auf jeden Fall zu den Skexen. Dunkle Kristall gestern noch gesehen, weißt du? Zu den Skizzen. Wie gesagt, ich dachte einfach mal, ich habe halt nur so ein paar gehabt halt, wo, ne, die Vorentwürfe waren etc. bis zum Ausmalen und so. Jetzt habe ich aber auch mal gemerkt, seitdem ich einen Computer habe, jetzt seit ein paar Wochen, ne, man kann ja ganz einfach die Sachen so ausfüllen. So waren jetzt zum Beispiel ja meine Intros, die jetzt hier auf Graffiti-Tour am dran sein und so. Ich habe einen Sketch gehabt und jetzt einfach mal mit Farben ausgefüllt. Das spart ja enorm Zeit. Ne? Ich wollte eigentlich auch euch nur kurz mal zwischendurch was erzählen, damit ihr nicht immer nur jetzt die Dinger da hört. Einige haben auch keinen Bock dann auf Beats da drunter halt. Lass mich überlegen, die letzten Beats jetzt darauf waren halt dann auch von Pure Dose und Profan 78. So ein paar alte Beats halt, die ich mal gekriegt habe von den Jungs, ne, damit ich damit machen kann, was ich will. Erstmal noch was trinken. Kronen schmeckt's. Und dementsprechend dachte ich, jetzt komm, ich schlabber mal so. Man hätte ja auch die Bilder zeigen können und ich hätte euch dann was erzählt. Aber da gibt's jetzt nicht so viel, zu erzählen. Zu Graffiti-Geschichte, Hintergründe etc. Ne? Waren einfach die Kindernamen, ich habe gemalt, Stifte gekriegt, die paar Farben, die ich hatte, habe ich dann genutzt, deswegen wiederholt sich da auch einiges. Ne? Und ja, und ich habe dann aber jetzt noch, weil das war ja gezett bis zum Ende, ich habe aber noch ein paar Skizzen, die packe ich euch jetzt noch am Schluss hier dran, also sozusagen als Bonus, wo jetzt nicht so viele Schritte sind halt, noch so ein paar Namen halt auch, verschiedene Dinge. Ich guck mal, ich habe da noch ein bisschen was gefunden, die packe ich euch jetzt noch als Bonus dazu. Dann habt ihr noch ein bisschen was zu gucken und demnächst mache ich dann noch so ein paar Videos wieder. Ich habe halt noch so andere Fotos, ich glaube auch ein paar gesprühte Sachen noch von mir selber. Altes Zeug gefunden, altes gibt es natürlich wieder auf Bierdeckeln getaggt hin und her. Da mache ich dann, Prostata, da mache ich dann auch nochmal ein Special drüber. Also rumgetecke, rumgebombe und was weiß ich halt so, ne? was sich da so finden lässt halt noch aus verschiedenen Örtlichkeiten. Dann Prost an euch Jungs. Frauen bestimmt auch. Prostata, danke fürs Zugucken. Geil, dass ich auch mal ein paar Kommentare kriege. Ich sag mal hier Grüße an Lars Schweizer. Ne? Warte, eben einen trinken. Kronen schmeckt's. Also ist halt schön, wenn dann auch mal Leute drauf reagieren. Ich kann halt nicht direkt immer direkt zurückschreiben, weil immer noch kein Internet. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mir Internet zulegen. Ich bin halt immer ab und zu im Internetcafé, deswegen kann es mal eine Woche dauern oder so, bis ich mitkriege, dass einer einen Kommentar geschrieben hat. Aber ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn ich Internet habe, dann komme ich eh davon nicht mehr weg. Also, wenn ich Freizeit habe. Also, Dankeschön fürs Stange, fürs Kanne halten, fürs Liken, fürs Supporten, was auch immer.
Und wer Bock hat, kann das gerne mal teilen und so. Aber ich mache da keine Werbung für, weil so wie die anderen YouTube-Dings hier, eine Glocke habe ich eh nicht. Oder habe ich eine Glocke? Weiß nicht. Klingelt die Kanne. Jetzt kommt der Bonus und wir sehen uns dann bei dem nächsten Scheiß wieder. Bis auch. Tschüss. Kronen schmeckt. Boah, das geht auch runter, ey. Ich glaube, 2 Wochen kein Bier getrunken. Nicht zu nichts gekommen. War schon halb leer, die Kanne, Alter. Super. So, viel Spaß mit den anderen Skizzen. Na bravo, schmutzig und bunt.